Hallo miteinander. Wie Sie vielleicht wissen, findet die Handlung des Dr. Zhivago-Films in Russland statt. In der Kürze der Zeit war es mir leider nicht möglich, dorthin zu fliegen, um authentische Schneefotos zu schießen. So hoffe ich, dass Sie auch Spaß haben an Winterbildern vom Nordschwarzwald und Norwegen. Bei letzteren geht ein Dank an meine Eltern. Doch nun zum Lerninhalt dieses Videos. Laras Thema Dr. Zhivago, dieses weltbekannte Musikstück, ist in diesem Movie Evergreen-Paket das, welches am einfachsten zu spielen ist. Da ich diesmal auf die Einsteiger Rücksicht nehmen wollte, habe ich nicht die Originaltonart As-Dur genommen, sondern habe die MIDI-Files einen Halbton tiefer gesetzt. So haben wir es jetzt mit G-Dur und G-Moll zu tun, beides Tonarten, die Sie bestimmt schon kennen. Die Erinnerung trügt, vielleicht bestätigen Sie diesen Spruch, wenn Sie die Melodie und die Akkorde des Originalsongs mit dem vergleichen, was Sie im Kopf haben. Ich war jedenfalls mehr als erstaunt über den Unterschied. Vermutlich werden Sie das Musikstück ziemlich schnell spielen können, denn die größte Schwierigkeit besteht darin, beim Spielen mit den Registrierungen die optimale Oktavlage auf der Tastatur zu wählen. Dabei sollten Sie einfach die Hinweise in meinen MIDI-Files beachten oder mir hier im Video genau zusehen. Es gibt eine Stelle, wo es wichtig ist, dass Sie den richtigen Fingersatz benutzen. Die zeige ich Ihnen jetzt mal. Beginnen Sie mit dem Daumen auf dem D und setzen Sie nachher unter, nach dem Fis, mit dem Daumen auf das G. Noch einmal. So, und jetzt müssen wir nach oben kommen. Nochmal langsamer. Dann geht's so weiter. Nochmal. So ein bisschen strecken. Und der Rest ist ganz einfach. Achso ja, und eins ist ja auch wichtig. Wenn Sie das Musikstück in der gleichen Länge und im gleichen Ablauf wie den Originalsong spielen wollen, sollten Sie nach der Überleitung, die im 29. Takt endet, wieder zurück zum 4. Takt springen. Das geht ganz einfach, indem Sie hier drüben auf den ersten Marker drücken und dann spielen Sie einfach das Stück komplett bis zum Ende durch. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch einen einzigen Akkord, den Sie vielleicht noch nicht kennen. G, Dim 7, ein verminderter Akkord. G, B, Des und E wird er gegriffen. Danach geht es mit F7 weiter. Dann noch einmal dieser G, Dim 7 und D7. Vielleicht ist es ja ganz hilfreich, wenn Sie diese Akkordfolge ein bisschen üben. G-Dim 7, F7, G-Dim 7, D7. Mehr Informationen sind zu diesem Stück nicht nötig. Wie ich schon sagte, das ist ein richtig leicht zu spielendes Stück. Ich wünsche Ihnen wieder ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit meinem Lernvideo und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.